Herzlich willkommen zur Tageskarte heute am 1. Mai 2023. Wir hatten eine wilde Nacht hinter uns durch die Hexennächte. Und jetzt schauen wir mal, was wir heute noch alles so erreichen sollen. So. Ach, Kater. Das ist echt unmöglich, weißt du was? Ups, da sind sie schon gefallen. So. Die erste Karte ist direkt ins Bildchen reingefallen. Das sind die drei der Schwerter. Schwerter sind immer eine Warnkarte. Somit möchten uns die drei der Schwerter darauf aufmerksam machen, dass es wichtig ist, nun Schritte einzuleiten und zu lernen, wie dein Herz und deine Seele zu heilen sind. Auf dieser Karte sieht man, dass das Herz von drei Schwertern durchstochen wurde. So haben wir selber auch öfter Sachen, die unser Herz durchstechen und uns einen Stich in unserer Seele und unserem Herzen geben. So wie der Kater sich gerade beschwert, dass ich ihn ausgesperrt habe, so haben wir auch Sachen, die uns nicht passen, nicht gefallen. Und diese Sachen sollten wir heilen, um langfristige Probleme und Schwierigkeiten loszuwerden. Hierbei möchte uns die Karte helfen, und zwar der Bube der Münzen. Münzen sind ja meist eine gute Karte und helfen uns auch viel dabei. Die Botschaft dieser Karte lautet: Um den von dir gewünschten Erfolg zu erzielen, musst du dir die Zeit nehmen, eine klare Vision zu entwickeln und dich darauf einzustimmen, wohin dein Weg dich führen soll. Dann wird sich dein Wunsch wie von Zauberhand realisieren. Das heißt, wir haben herausgefunden, was uns wehgetan hat. Wir haben herausgefunden, wir möchten das nicht mehr. Also überlegen wir, was können wir genau machen, um unser Herz zu heilen, um unsere Seele zu heilen. Diese Schritte fassen wir in einen genauen Plan und werden ihn nach und nach umsetzen. Alleine dadurch, dass wir uns damit befassen, stoßen wir schon den Heilungsprozess an. Es liegt es nur noch an uns, ihn zu verwirklichen und weiterzuführen. Ich wünsche dir viel Erfolg dabei heute. Die Energien sind hoch und sie werden dich unterstützen. Bis morgen!